Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World The Game. Was ein bisschen traurig jetzt ist, was ich jetzt auch sagen muss, weil eigentlich habe ich ja gesagt, ich finde es ja ganz toll, dass die Folgen aktuell wieder so quasi immer zeitgleich oder wie soll ich sagen, ja, halt nicht vorproduziert sind, dass mich das gerade so ganz freut und gut ist. Aber ich muss jetzt für nächste Woche wieder vorproduzieren, weil ich da dann weg bin, also wegfahre. Das heißt, gewissermaßen schreibt unter dieses Video ganz viele Teams, dann werden da auch so gut wie alle drankommen, so ungefähr, weil die Kämpfe möchte ich natürlich weitermachen. Und gleichzeitig weiß ich auch nicht ganz genau, was ich ja, tun soll, to be honest. Die Folge wollte ich mich mal einem Gyrosphärenkampf widmen und nächstes Mal wieder ein bisschen ums Leveln. So ist mein Plan. Und dazwischen kommt dann noch immer ein bisschen Alive. Genau, also, weil das Einsammeln, genau, machen wir jetzt eben nicht. Dafür probieren wir jetzt mal einen Gyrosphärenkampf und halt ein paar Online-Kämpfe. Was mir auch aufgefallen ist, wir probieren jetzt erstmal das VIP-Ding. Also, ich werde mich wahrscheinlich total aufregen, weil, wie ihr wisst, ich finde diese Gyrosphärenkämpfe total, total schlecht. Also, ich finde die total unfair. Also, geworden. Das war früher irgendwie nicht so krass. Ja, und deswegen schauen wir einfach mal, vielleicht schaffen wir es diesmal. Weiß echt nicht, ob ich das Amphizion nehmen soll oder Erymotherium. Na, ich nehme das Amphizion, hat viel Leben. Ah, shit, jetzt hätte ich Megatherium haben können. Oder ich nehme den Beutellöwe. Nicht den Beutellöwen. Ja, was mir auch aufgefallen ist, so an sich, irgendwie, The Game verliert jetzt auch irgendwie an Interesse. Vielleicht lag es daran, weil die letzten Videos zu gleich waren. Und ja, genau, das. Ja, das ist halt so das Problem. Ich bin halt natürlich total von den Entwicklern abhängig. Und muss einfach hoffen, dass irgendwie was kommt. Also hoffen wir mal, dass es das zukünftig nicht so bleibt. Ich weiß nicht, soll ich den Furosaurus jetzt mitnehmen, damit ich eine Steppenkreatur habe oder den Stecken Kryptodon? Scheiße, Mann, das ist eben jetzt das Problem. Fuck. Brauchen wir Steppe, ist die Frage. Ich probiere es mal ohne. Steppe war gut gegen Höhle, okay. Weil schaut euch das jetzt mal an. Ganz kurz, wieso ich diesen Modus eben nicht mag. Früher war das so, dass du anfangs nicht gegen so starke kämpfen musstest. Dann war es halt relativ einfach. Du konntest mit einer Kreatur meistens die ersten zwei Kämpfe schaffen. Und dann musstest du ab Kampf 3 so schon mal 2, 3 vielleicht mitnehmen. Am letzten Kampf definitiv. Hier gefühlt bleiben die Gegner immer gleich stark jetzt. Das heißt, ich habe jetzt schon bereits am Anfang eigentlich krasse Gegner und muss hoffen, dass ich mit viel Leben rauskomme. Ich weiß nicht, was ich einsetzen soll. Eigentlich muss ich mit ihm anfangen, aber er hat Kack-Stats. Und ich versuche mit meinem Stärksten gut rauszukommen. Ich habe keine Ahnung. Ach Mann. Ich muss ihn sicherheitshalber auch mitnehmen. Es ist so eine Scheiße. Meistens war es so, dass Gyrosphären-Events er sehr aggressiv spielt. Schauen wir mal, ob er jetzt angreift. Er wechselt und jetzt macht er einen Angriff. Ja. Ist die Frage, ob ich auch wechseln sollte oder nicht. Weil er wird mich komplett auseinandernehmen. Ich safe. Vielleicht werde ich auch Amphizion opfern. Ich will mal gucken, weil der wird mir nicht viel nützen. Der wird mir absolut nicht viel nützen. Aber opfern ist immer so eine Sache. Man darf nur den schlechtesten von einem opfern. Den Rest braucht man noch. Ja. Das kann man ja, sich vielleicht schon leisten. Mal schauen. Okay, ihn können wir jetzt töten. Mit 4 Punkten.
Er hat dann 4 Punkte. Was wird er damit machen? Das ist jetzt absolutes Glücksspiel. Wird er mit allen angreifen oder nicht? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er mit allen angreifen wird. Mir wird aber auch nur ein Punkt mehr reichen, um ihn umzubringen. Deswegen setze ich mal 3 auf Verteidigung. Komm, greif an, bitte. Das ist so unlogisch. Weil, ich meine, um hier gewinnen, also versteht ihr, um hier gut rauszukommen aus diesem Event, müsst ihr ja wissen, was der Gegner macht. Ihr müsst perfekt den Kampf spielen. Und bei KI ist es so, dass man so sich sagen kann, die kann man lesen, die kann man irgendwie durchschauen, wisst ihr, was ich meine? Aber früher war es wirklich so, also so hat sich zumindest angefühlt, da haben sie immer angegriffen. Vielleicht ist das auch einfach nur eine. Vielleicht habe ich mich auch. Vielleicht hat es sich nur so angefühlt. Aber jetzt wirklich ist es so oft so, dass ich muss hoffen, dass er was macht. Ich hätte einfach alles saven sollen. Was hat er jetzt mit den 4 Punkten gemacht, Leute? Alle gesaved, alle Verteidigung. Ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, ich gehe mit 4 Verteidigung, weil ich glaube, dass er. Ach, super, er hat 2 gesaved, 2 Verteidigung. Wisst ihr, genau das ist es. Genau das ist es. Dieser Random Shit. Und das Problem ist, dieses bisschen an Schaden reicht schon, dass ich total aufs Maul kriege. Ich darf eigentlich nur attackieren, wenn ich genau weiß, wie viele Punkte der Gegner hat. Jetzt ist danach Smilodon dran. Ich weiß nicht, ob ich mit 4 Verteidigung gehen möchte. Weil er wahrscheinlich wieder irgendwie die Wichse safe. Sorry, dass ich so aussprechen muss, weil das die Kacke irgendwie safen wird. Also ich glaube jetzt, dass er nicht komplett angreifen wird. So war es zumindest bei der letzten KI auch. Das heißt, ich setze jetzt mal 2 auf Safe. Genau. Das ist in dem Fall jetzt gut gewesen, dass er es genauso gemacht hat, weil jetzt kann ich ihn ohne Probleme umbringen. Ach nee. Nicht ach nee, aber. Ihr dürft nicht, ich war gerade kurz verwirrt, aber ihr dürft nicht vergessen, wir haben ein Viech verloren und unser erstes Viech hat schon Schaden, also unser eins der stärksten von uns hat schon Schaden bekommen. Ganz kritisch, ganz kritisch. Schaut euch mal den Arktodes an. Also, ne? Ich weiß ja nicht. Gut, jawohl, wenn ich ihn hier nehme, dann wird er wahrscheinlich zum Steppviech wechseln. Deswegen werde ich so starten. Ich gehe wieder für Verteidigung. Ich glaube, er spielt am Anfang wieder aggressiv. Na, er greift diesmal nicht an. Okay. Ja, Leute, ne? Was machen wir jetzt? Wir müssen hoffen, dass er in ihr Verteidigung gesetzt hat. Und wir mit einem Punkt verteidigen. Wow. Okay. Na, kriegen wir aufs Maul? Nee. Ich glaube, er geht mit einmal zwei Verteidigung. Okay. Wenn er mich jetzt full attackt, dann haben wir genau die 2 Punkte weg. Nee, macht er nicht. Er hat noch einen Punkt über. Okay. Ich weiß nicht, möchte ich mit Archeo schon kämpfen oder nicht? Brauche ich mit ihm nur 3 Punkte, mit dem anderen 4? Das ist die große Frage. Okay, wenn ich ihm mit ihm Schaden kriege, ist es eh over. Also er hat noch einen Punkt. Ich könnte ihn töten, aber das ist es nicht wert. Ich muss jedes Mal, ich muss wirklich absolut jedes Mal eigentlich, außer es ist der letzte Gegner, erst verteidigen und hoffen, dass er voll rein angreifen wird. Und dann darf ich erst handeln. Wenn ich jetzt angreife, ist das große Problem. Ich hätte all meine Punkte verschwendet und mein Viech wäre draufgegangen. Okay, 3 auf 3. Das ist so langweiliger Bau, wenn man ehrlich ist. Jetzt hat er keine Punkte mehr. Das ist ganz wichtig. Aber das Problem ist, ich krieg so oder so aufs Maul, wenn ich so sagen muss. Weil ich muss ja Punkte einsetzen zum Angreifen. Ich muss nur seine Punkte so krass reduzieren wie möglich, damit ich nicht so krass auf die Fresse krieg. Aber er kann mich so oder so angreifen. Warte mal, das tötet mich, das Überfall. Ach, das ist. Also, das ist doch lächerlich. Ja, den kann ich jetzt eh wegwerfen, wisst ihr? Den kann ich jetzt komplett wegwerfen.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und jetzt muss ich hoffen. Hat er die drei Verteidigung oder? Ne? Oder saved er davon was? Also ich glaube, er hat sie komplett auf Verteidigung, aber ich könnte mich auch täuschen. Ah, ne, saved ein, so random. Wisst ihr, es ist einfach nicht fair. Stellt euch vor, ihr müsst fünfmal hintereinander gegen Online-Gegner kämpfen. Immerhin hat er nur drei auf angefangen, das ist ein Grund. Fünfmal hintereinander mit fünf Kreaturen, ohne dass sie sich heilen oder so. Ah, fuck, ich töte ihn ja gar nicht. Ich habe gar nicht aufgepasst. Stimmt ja, weil drei Punkte reichen nicht. Leute, klar, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Aber was hätte ich jetzt wieder machen müssen? Richtig, auf Verteidigung gehen und hoffen, dass er mich voll attackt. Ohne Witz, Gyrosphären-Events sind sie sind einfach Abzocke. Also, sag mir eine Strategie. Richtig, immer auf Verteidigung gehen. Immer hoffen, dass er einen dummer angreift. Ich weiß es noch von früher. Aber jetzt habe ich halt mal ein bisschen Fehler gemacht. Aber schaut euch das mal an, wie unfair das ist. Wie unfair der Mist ist. Sein Unitatherium countert meine stärkste Kreatur. Ganz nice. Dadurch sind die Stats eigentlich ausgeglichen. Nee. Also, wirklich nicht. Gyrosphären-Events. Gyrosphären-Kämpfe. Nie wieder. Nie wieder. Nice. Ja, und was ist jetzt? Richtig, ich muss all meine Punkte einsetzen, um ihn umzubringen. Was heißt das im Kernschluss? Der Gegner hat drei Punkte, um mich anzugreifen, oder? Oder waren es zwei? Ach, zwei, ja, da kann ich mit zwei Punkten einfach jetzt free attacken. Ach, macht aber zum Glück nicht. Ich gehe mit allen Verteidigungen. Ich muss komplett hoffen, also. Weißt, ich muss immer hoffen, dass irgendwie meine Verteidigungspunkte genutzt werden und. Wow, wow. Ach, mein Gott. Das ist einfach dumm. Das ist einfach dumm. Wisst ihr, sobald er saved, wenn er immer angreifen würde, dann wäre es machbar. Selbst dann wäre es schwer. Wenn er immer attacken würde, selbst dann wäre es wirklich schwer. So, jetzt hat er noch zwei Punkte. Meinte der, er hat die zwei Punkte Verteidigung? Also, ich glaube schon. Ja. Ich muss einfach hoffen, dass er mich angreift. Das war eigentlich so schlau, weil mit zwei Punkten kann er mich doch töten. Ah, nee, nicht einmal. Gut, dass er jetzt sowas macht. Also, wenn die KI öfter sowas machen würde, dann wäre es ja fair. Nee, wisst ihr, wenn es wirklich so wäre, dass sie immer dasselbe machen würde. Also, ich meine, es gibt schon manchmal die Momente, da machen sie recht ähnliche Sachen, ne? Man hat ja so gewisse Strategien. Aber wenn sie immer dasselbe machen würden, dann hätten wir auch bessere Karten. Ganz ehrlich. Ja, jetzt dasselbe. Ich muss letztendlich hoffen, dass er mich attackt. Ich gehe mal für einen Save diesmal. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Ich muss hoffen, dass er auf zwei Verteidigungen geht, anstatt mich anzugreifen. Ich denke mir halt, weil ich so viel stärker bin, attackt er mich nicht. Okay, er greift mich an. Schon mal einen Fehler gemacht. Hab nicht gespielt wie immer. Ihn kann ich jetzt umbringen. Und habe jetzt den Vorteil, dass ich eine Verteidigung setzen kann. Normalerweise haben die KIs davor mich nie attackiert, nachdem ich einen umgebracht habe. Ich gehe jetzt irgendwie, habe ich das Gefühl, dass es jetzt machen wird. Ja, seht ihr. Aber er hat es davor nie gemacht. Das ist total komisch. Total komisch. So, mein Vorteil gerade ist aber, dass ich den Klassenvorteil habe. Dadurch habe ich noch nicht so viel Schaden kassiert. Jetzt muss ich nur hoffen, dass der letzte Kampf genauso ablaufen wird. Ja, ich habe es gerade eben gehofft, oder? Er hatte ja 4 Punkte insgesamt, dass er jetzt nicht alle aufgegeben hat. Okay, wir sind tatsächlich im Finale. Ich hoffe mal, dass diese eine starke Kreatur sich jetzt noch bewährt. Scheiße, Alter. Scheiße. Zwei Steppenkreaturen. Oh.
Das ist kacke. So, wir könnten ihn jetzt sofort umbringen. Und dafür kann uns danach der Panoptos umbringen. Jetzt ist die Frage, ist es das wert? Wisst ihr was? Ich hätte gesagt ja. Ich hätte gesagt ja, weil der Gute macht unserem Kollegen am meisten Schaden. Dann sterben wir zwar jetzt, und er muss sogar 2 Punkte einsetzen, aber dafür haben wir dann hier noch ein Duell mit dem Urtinozerium. So, wie sieht es mit den Stats aus? Muss ich saven oder kann ich ihn? Na gut, umbringen kann ich ihn sowieso nicht. Ja, okay, von den Stats her ist es sogar relativ ausgeglichen mit dem einen. Ich gehe mal 1-1. Ich hoffe, dass er mit einem angreift und mit einer Verteidigung geht. Das wäre optimal. Er wechselt und greift an. Er greift an, das ist gut. 4 Punkte, wir können ihn umbringen. Und wisst ihr was? Jawohl. Ist es das wert? Er hat dann 3 Punkte. Ja doch, es ist es wert eigentlich. Es ist es wert, ihn umzubringen. Er ist die stärkste Kreatur. Und er kann uns mit 3 Punkten nicht umbringen, alleine. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass er sich das nicht hochsaved, weil das ist nämlich die Möglichkeit. Und dann sind wir komplett am Arsch. Nein, er greift komplett an. Wir haben... Ich reg mich auf und wir haben dieses Sphären-Ding geschafft. Alter Schwede. Aber auch nur, jetzt muss man jetzt auch noch dazu sagen, auch nur, weil wir diesen einen starken Hybriden haben. Das habe ich jetzt natürlich nicht so ganz gesagt. Es ist meistens so, dass Lydia einem eine starke Kreatur gibt und die muss man halt richtig gut ausspielen. Weil mit der hat man gute Karten. Und die Bots machen natürlich schon ähnliche Sachen. Aber versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht mehr so vorhersehbar. Deswegen ist es schon irgendwo Glück und das... Ich meine, generell ist das PvP-System in The Game eigentlich Glück. Naja, jetzt, ich reg mich auf und gewinne letztendlich, aber ihr versteht hoffentlich, wieso ich mich aufrege, weil es ist schon nicht gerecht. Das haben sie schon krass. Es hat einen Grund gehabt, wieso sie es geändert haben, weil es davor zu viele geschafft haben. Naja, und die Belohnungen sind auch so eine Sache. Also, klar, für einen VIP generell immer hier Hybriden zu bekommen, ist nicht schlecht, aber blaue, gewöhnliche Hybriden, ich weiß nicht. Also, da würde ich ganz ehrlich sagen, I don't care, so ungefähr. Naja. Gut, die Folge fällt jetzt ein bisschen kürzer aus. Wir haben wirklich nur diesen Gyrosphärenkampf gemacht. Dafür, das machen wir jetzt wirklich so, werde ich nächste Folge sozusagen die Teams von letzter Folge dran nehmen. Und die Teams dieser Folge für die zukünftigen, ich nenne mal, ich glaube, 2 bis 3 vorproduzierte Videos werde ich haben. Also schreibt ruhig fleißig Teams hier in die Folge. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Es war spannend. Also ich denke mal schon, dass es spannend wirken hätte können, so, weil es so wirkt, als wäre ich total tilted und würde verlieren. Und habe es dann doch geschafft. Ja, das war halt, wie soll ich sagen, wir hatten diese eine gute Kreatur und hatten Glück, dass wir kaum Konterviecher hatten. Ich erinnere mich noch damals bei den Meereskreaturen, da hatten wir ganz am Ende, im letzten Kampf, genau 2 Hybriden, die eigentlich genauso stark waren wie unsere stärkste Kreatur als Gegner. Und das war lächerlich. Und sowas war jetzt zum Glück nicht. So muss es auch sein. Aber selbst dann ist es noch schwer und teilweise unfair. Aber wenn es so ist, dass man wirklich immer mit dieser Kreatur um einiges stärker ist, obwohl es am Ende mit dem eigentlich schon knapp war, dann ist es gut. Naja, das war ich der Marcel. Bis zum nächsten Mal. Schreibt fleißig Teams in die Kommentare. Ich hoffe, euch geht's gut. In 2 Wochen ist es wieder alles aktuell. Ciao.